So, da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Gestern haben wir weitere Nachforschung angestellt und jetzt machen wir einfach mal weiter. Unser nächstes Ziel ausfindig zu machen. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern Sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Wenn Sie haben sich alle Ziele, wenn Sie sich wieder beim Informanten unentdeckt zu werden. Na klar, was auch sonst, nichts leichter als das. Na dann, check it. Bitte nur ein paar Goldstücke. Wen meinst du? Den da? Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Oh, ein bisschen abseits. So, das wärst du. Hau mal ein bisschen ab. Und du bist der Nächste. Sehr schön, melde sich zurück. Mach mal. So ein komischer Kampf. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Gabe. Hier sollte ich euch töten. Nicht dürfen. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Weiß ich. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Ja, freilich. Alle Gelehrten werden versuchen, den Hinrichtung beizubringen. Das ist doch einwandfrei. Oh, wir können sogar schon anfangen. Geil. Ja. Ja. Die Nachforschung ist beendet, sag ich doch. Besser kann's doch gar nicht laufen. Ich hol mir deinen Kopf. Am Arsch. Geh mir nicht auf die Eier. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten! Helft mir! So hilft mir doch jemand! Nö. Kennst du doch. Helft doch keinem. Ein Gamer, ich bin asozial. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Er wird noch jemand verletzen. Verflucht den englischen König und sein Heer von den Gläubigen. Wir handeln gegen den Willen. Oh, das Verbindungsmann. Also, das ist immer noch richtig. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Majd Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. Ja, können wir gehen? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten.
Angriff auf Majd Adin während der heutigen Hinrichtung an der Festecke von Salomons Tempel. Machen wir das doch. Dreckiger Typ. Oh, das war die falsche Waffe. Oh nee. Ich bin gar nicht da. Ach, so schön, Ray. Alter! Nein! Ja. Ich weiß, ich bin überfällig bei der Person. Ernsthaft? Und dann bleibt er am Baum hängen. Super, dann noch frei. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Gut. Aber das ist halt doch so. So. Und dich. Also. Oh nee, nicht die Twister. Bist du denn, ne? Ich hab schon gedacht, dass irgendwas Wichtiges. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Was steht ihr da herum? Ja, ich bitte euch. Ich will mein Ziel umbringen. Geht schnell! Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zopf des Verrats und der Sünde, mein Leben voller Angst. Wollen wir nicht, niemals. Dann wollt ihr Taten sehen. Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Der Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Ja.
Hä? Komm schon, Junge. Und tschüss. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein! Nein! Ich habe erst begonnen! Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Und dann werden wir gleich mal nach dieser Erkenntnis. Ja. Komm. Lauf. Ja, komm schneller. Gott sei Dank. Komm, verpisst euch. Müsst ihr doch auch mal wieder weiter. Sehr schön. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Attentat beendet, sie wurde eliminiert. Zurück zu Al-Walim. Ja. Komm, ich bin wieder Vorsprung, genau. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, das war unser nächstes Ziel. Bis dann und bis morgen.